Wolken, Klimafaktor und Wettermaschine. Sturmwolken, 15 Kilometer hoch und mächtiger als Atombomben. Eine Gleitschirmfliegerin wurde von einer auf 10.000 Meter hochgesaugt. Wolkengucken als meteorologische Meditation. Und in Swissmed Wetterpapst Jörg Kachelmann. Wir befinden uns in Somerset, im Südwesten Großbritanniens. Das Wetter hier kommt oft vom Atlantik. Es ist ein guter Ort zum Wolkengucken. Ganz in der Nähe befinden sich die Somerset Levels, eine weite, flache und dünn besiedelte Gegend. Der weite Himmel über dem Flachland macht sie zu einem guten Ort, um Wolken zu betrachten. Ein Hügel, ein erhöhter Aussichtspunkt bietet sich auch an, denn von dort bekommt man einen besonders guten Überblick und nichts verstellt einem den Blick auf den Himmel. Gavin Prater-Pinney ist Schriftsteller, Philosoph, Grafiker und Journalist. Seine Zeit teilt er zwischen London und seinem Landhaus in Somerset. Für das Cloud-Spotting, das Wolkengucken, müssen Sie keine große Reise machen. Das Großartige daran ist, dass Sie nur einen Moment brauchen. Sie müssen nur eine Minute innehalten, aufschauen und sich bewusst machen, was sich über Ihnen in der Atmosphäre abspielt. Es ist eine Form von meteorologischer Meditation. So können Sie kurzzeitig Tempo aus Ihrem Leben nehmen. Und das scheint mir wichtig. Wolken verändern sich nach ihrem eigenen Rhythmus, einem anderen Tempo als unserem. Wenn Sie beobachten, wie sich der Himmel verändert, dann halten Sie inne. Und ich glaube, das ist gut für die Seele. Allein in Großbritannien hat Gavin Prater-Pinney über 130.000 Exemplare seines Wolkengucker-Buchs verkauft und führte damit monatelang die Sachbuch-Bestsellerlisten mit an. Mit dem Buch wollte ich das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.